Ja, wie gewohnt wollen wir auch diese Woche einen Blick auf die interessanten Trades der Woche werfen und haben da gleich zu Beginn einen ganz interessanten Wert, der Wert mit dem Symbol WBIG, Winko Ranchos Incorporation. Und hier gab es heute wirklich massive Call-Käufe, was einiges für den nächsten Monat vermuten lässt. Und zwar Call-Käufe mit dem Strike-Preis um die 5 Dollar. Sie sehen hier 104.000, davon alleine 70.000 heute auf diesen September-Call mit Strike-Preis 5. Das ist charttechnisch auch genau, oder sind so ziemlich genau die letzten zwei Hochkurse. Beim zweiten Mal hier Ende März hat es nicht ganz erreicht. Aber das kann jetzt durchaus interessant werden in den nächsten Tagen, ob der Wert das hier erreicht. Ich denke mal, mit dem Call-Volumen, was wir heute gesehen haben, würde es auf jeden Fall dann Freitag noch weitergehen, wenn nicht sogar in der nächsten Woche. Zielpreis, wie gesagt, 5 Dollar mit weiteren Optionen hier im Call-Bereich. Durchaus denkbar, also ein ganz interessanter Titel für die nächsten Tage. So von den News gab es jetzt hier bei dem Wert selbst gar nichts. Der Wert kommt aus dem ja, Bereich Leisure oder Consumer Cycling Cycle, was wir ja, wo wir einige große Titel vielleicht auch mal in diesem Bereich nennen können. Ich glaube, der wohl mit bekanntestes Carnival Corporation oder Hasbro Incorporation, die hier im gleichen Segment zu sehen sind. Sonst aber, wie gesagt, ein Wert, der eher unauffällig mit keinen allzu großen Volumenausschlägen in den letzten Monaten irgendwo auffällig war. Selbst bei den Sprüngen, die wir hier Anfang des Jahres gesehen haben. Und demnach kann das wirklich ein ganz interessanter Titel für die nächsten Tage werden. Was gab es sonst noch? Der Markt hat ja diese Woche oder die letzten 14 Tage doch etwas stärker mal korrigiert. Zumindest gab es jetzt nicht die ständigen neuen Hochstände oder Hochkurse. Da wollen wir vielleicht auch noch mal ganz kurz drauf schauen. Wir sehen es hier, der letzte Hoch oder das Allzeithoch notiert vom 7. Mai. Jetzt sind knapp 2 Wochen vergangen und es gab 2 Wochen ohne neues Allzeithoch. Das ist schon was Außergewöhnliches momentan im S&P. Aber Sie sehen, wir sind ja sehr nah wieder an den Höchstständen. Es gab natürlich auch mal so eine Marktbereinigung, die notwendig war, aber so vom Trend kann man im Markt jetzt nicht sagen, dass es in irgendeiner Weise jetzt hier in größeren Abwärtstrend oder ähnliches momentan gibt. Es war einfach etwas volatiler und die Phase, die wir im April hatten mit ständigen neuen Höchstständen, konnte natürlich logischerweise auch in der Form nicht direkt so weitergehen. Ja, ansonsten gab es aber auch vielleicht mal die ein oder andere interessante Put-Positionierung oder besser gesagt mögliche Kandidaten für einen Short-Einstieg, so wie bei dem Wert HIMX, wo es hier ja interessantes Chartbild gibt. Und zwar wird es jetzt interessant sein, inwieweit die 10-Dollar-Marke hier hält. Hier gab es einige Wetten bis Juni, dass es unter die 10 fällt. Wir sehen auch hier massive Put-Verkäufe mit über 50.000 alleine heute. Wie erwähnt, einer davon war dieser Juni-Put auf 10. Man kann natürlich hier schon mal auf Verdacht schauen, dass es zu dem Durchbruch kommt. Oder natürlich dann den Alarm stellen, wenn es hier unter der 10-Dollar-Marke ist. Aber wenn Sie sich überlegen, das Ganze ist heute 4% im Minus. Wir haben gerade so den Gesamtmarkt im S&P gesehen, der natürlich hier deutlich anders gelaufen ist in den letzten Tagen. Und das ist dann schon eher ein Zeichen für Schwäche. Vielleicht noch ein, zwei Werte oder Daten zum Wert selber. Kommt aus dem Halbleiterbereich, aus Taiwan. Quartalszahlen sind jetzt auch Anfang Mai schon gelaufen. Hier am 6. Mai haben jetzt, sage ich mal, keine allzu großen Veränderungen gebracht. Also dadurch hier das wohl interessante Chartbild für eine Short-Position. Oder dann über Derivate, über Optionen natürlich hier auch als einfacher Long Put in dem Maße denkbar. Ansonsten gab es natürlich auch noch weitere Titel, die interessant waren diese Woche, wie Virgin Galactic. Da gab es ja eigentlich im Dezember die Meldung, dass die ersten Testflüge stattfinden sollen. Und
Ja, aktuell hat Virgin Galactic das jetzt für Samstag einen motorisierten Testflug angekündigt und scheint wohl alle Probleme, die im Dezember mit Abnutzungen oder mit Steuereinheiten, die wohl noch nicht so funktioniert haben, wieder behoben sein. Von daher, der Wert heute einer der größten Gewinner, 16% im Plus. Wir sehen natürlich hier sehr, sehr vieles war nur im kurzfristigen Bereich bis Ende der Woche oder bis nächste Woche. Aber das kann natürlich interessant werden, weil das hat als wirklich großer Druck hier auf der Aktie gelastet. Sie sehen, von $60 ist sie in der Spitze hier runtergegangen bis auf 15, weil man vermutet hat, der Zeitplan kann nicht eingehalten werden. Also da auch in den nächsten Tagen sich den einen oder anderen Blick drauf werfen, kann ein ganz heißer Kandidat sein für einen Turnaround, für eine Trendwende. Und das sind die 16% heute, ist sicherlich erst der Anfang. Ansonsten vom Chartbild aktuell ein Wert, der jetzt vielleicht gar nicht so stark mit Volumen in Erscheinung getreten ist, ist der Wert AMD. AMD, sicherlich jedem ein Begriff. Wir sehen hier eine sehr gute Unterstützung, kann man so sagen, bei 72,5, 73, muss man jetzt sich auf den Cent festlegen. Aber da ist der Kurs, kann man seit Ende Juli nicht mehr darunter gewesen. Kann natürlich auf der anderen Seite auch ganz klar hier ein Signal für einen Short-Einstieg sein, aber auf jeden Fall eine interessante Unterstützung. Einige werden das oder haben das in den letzten 2 Tagen auch hier sicherlich für Neueinstiege genutzt. An genau in diesem Preislevel ist der Wert gedreht und von daher auch hier interessant zu sehen, wie es bei AMD jetzt in den nächsten Tagen weiterläuft. Sicherlich sollte der Kurs deutlich jetzt unter diese 73 gehen. Dann sind wir weiterhin in diesem Abwärtstrend, der quasi Ende April begonnen hat. Aber der gestrige Tag und heutige Tage lassen erstmal anderes vermuten. Da ähnlich wie gerade bei dem Titel HIMX gesehen, auch ganz interessant, hier nochmal drauf zu schauen, wenn dann die entsprechenden Preisniveaus hier erreicht werden. Also das auf jeden Fall auch ein weiterer Wert, der hier ja besonders zu beobachten ist. Und sollten ihr auch in Zukunft keines der Videos verpassen wollen, subscriben Sie einfach hier zu unserem Kanal und würde mich freuen, wenn Sie einen Kommentar da lassen oder die ein oder andere Anregung und ich Sie beim nächsten Mal hier wieder mit begrüßen darf. In dem Sinne, bleiben Sie gesund und bis bald.